Die Sebastiani-Oktav ist aus mehreren Gründen ganz besonders. Es ist eine Stadtwallfahrt, die von mehreren Pfarreien der Stadt Augsburg gemeinsam durchgeführt wird. Es ist eine der ältesten Wallfahrten und auch die erste im Augsburger Jahreskalender. Ihre Ursprünge lassen sich mindestens bis zum Jahr 1815 zurückverfolgen. Ihre Bedeutung übertraf früher sogar die der Ulrichswoche. Die Kapuziner waren ja seit 1602 in Augsburg. Und bei den Kapuziner wurde auch diese Bruderschaft aufgerichtet. Hier St. Sebastian war ja das ehemalige Pesthaus, deshalb auch der Patron, der heilige Sebastian für Kranke und Schwerstkranke und eben Seuchen, Patron bei Seuchen. Und diese Sebastiani-Bruderschaft, sie hat dann diese Wallfahrt in Gang gesetzt und spätestens seit 1859, da in Lechhausen eine Cholera-Epidemie wütete, haben die Lechhauser Katholiken damals eine jährliche Wallfahrt nach St. Sebastian gelobt. Und die findet seitdem jährlich statt, ist eine der Hauptkerne auch dieser Sebastiani-Oktav. Zur Eröffnung feierte Weihbischof Florian Wörner ein Pontifikalamt in der von außen ganz unscheinbaren, doch im Inneren überaus prächtigen Kirche St. Sebastian. Gestaltet wurde der Wallfahrtsgottesdienst von den Chören der Pfarreiengemeinschaft St. Georg, St. Max und St. Simpert, die die deutsche Messe von Schubert sangen. Die Sebastiani-Bruderschaft organisiert die Wallfahrt. Eine Bruderschaft, die wächst. Derzeit gehören einige hundert Mitglieder dazu. Ein Zeichen dafür, dass der heilige Sebastian bis heute zu den beliebtesten und bekanntesten Heiligen gehört. Er lebte im 3. Jahrhundert, gehörte zur kaiserlichen Leibgarde damals. Und es war ja gefährlich, zu seinen christlichen Überzeugungen öffentlich zu stehen und diesen Mut, den er da an den Tag gelegt hat, auch das in Kauf nehmen, dass es gefährlich wird für sein Leben. Und es wurde ja dann gefährlich. Er ist ja Märtyrer. Das bewundere ich schon. Diese Kraft, diese Überzeugungskraft, aber auch diesen Blick für die Mitmenschen. Er war ja einer, der sehr auf seine christlichen Schwestern und Brüder geschaut hat, sich um sie gesorgt hat. Das ist schon etwas, was bleibend vorbildlich ist. Beim Votivamt wurde die neue Fahne der Sebastiani-Bruderschaft gesegnet. Damit gibt es nun ein Zeichen für die Gemeinschaft, etwas, was die Verbundenheit ihrer Mitglieder mit dem heiligen Sebastian nach außen hin sichtbar macht. Im Anschluss daran fügte sich traditionell die Sakraments- und Reliquienprozession durch die Kirche an, als Zeichen der Verehrung für die Heiligen. Wenn man dann diesen Reliquien so nahe ist, dann spürt man schon, dass diese Kirche eben mehr ist wie bloß irgendeine irdische Gesellschaft, wie ein Verein, sondern dass wir alle zusammen, vor allem dann dem Herrn, das Ehrengeleit geben können. Der heilige Sebastian, durch seine Standhaftigkeit und seinen Mut, ist er ein Vorbild im Glauben, weit über sein eigenes Leben und seinen Tod hinaus, bis heute.